Ja, vielen Dank, Professor Hildmann, für die Möglichkeit, dass wir unser Projekt hier in Ihrem Forschungskollegium vorstellen dürfen. Wir haben uns das, mein Kollege Martin Sobczyk und ich, wir haben uns das aufgeteilt. Ich werde Ihnen kurz den Ansatz und die Quellen vorstellen, eher das Vorgehen im Archiv und Möglichkeiten der statistischen Auswertung der aufzeigen. Ich werde nun nochmal zur politischen Haft und zur Internetseite was erläutern und Martin Dobczyk wird am Ende nochmal sein Dissertationsprojekt vorstellen, wo es genau um die Reflexion dessen geht, was wir und andere machen. Würde Ihnen einfach vorstellen, den Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung ist einer der 14 seit Anfang 2019 vom BMBF geförderten Forschungsverbünde zur DDR-Geschichte. Sie sehen, es sind eine ganze Menge Kooperationspartner. Da ist zum einen der Lehrstuhl der Geschichte Osteuropas der Humboldt-Universität. Professor Barborowski ist gleichzeitig Sprecher des Verbundes. Auch der Projektkoordinator Robert Kindler kommt von der Humboldt-Universität. Und dort wird unter dem Thema Willkür und Verrechtlichung in vergleichender Perspektive verschiedene kommunistische Diktaturen untersucht. An der Charité geht es um die Folgen für die von politischer Haft Betroffenen und ihre Kinder. Die führen große und umfangreiche Befragungen durch und wollen bis zu 800 Personen interviewen. Bei der Viadrina in Frankfurt/Oder geht es um die Folgen von Repressionen in rechtlicher Hinsicht, also die rechtliche Aufarbeitung, Rehabilitierung und Entschädigung und ihre Wirkungen bis heute. An der Uni Passau entsteht eine Dissertation zu Motivlagen von Tätern und Opfern. Und die Robert-Havemann-Gesellschaft, die Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam, das Menschenrechtszentrum in Cottbus und die Gedenkstätte Hohenschönhausen bringen praktisch die Perspektive der Opfer bzw. der Betroffenen mit ein. Das Ergebnis wird dann vor allem auf der Internetseite zur Datenbank zum Tragen kommen. Dazu dann noch später mehr. Und Kooperationspartner ist der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Wir sind ein Team von 5 Personen in Hohenschönhausen. Franziska Richter, Konstantin Neumann, Michel Kusche, Martin Sobczyk und ich. Unsere Aufgabe im Teilprojekt Datenpolitische Verfolgung ist der Aufbau einer Datenbank zu den Dimensionen politischer Haft in der SPZ DDR. Mit dieser Datenbank soll es zum einen möglich sein, die Zahl der Betroffenen zuverlässiger als bisher zu bestimmen. Zum anderen sollen differenzierte Aussagen über die heterogene Gruppe der Inhaftierten getroffen werden. Nach den bisherigen Schätzungen gab es etwa 170.000 Insassen in sowjetischen Speziallagern, von denen um die 35.000, 40.000 von sowjetischen Militärtribunalen verurteilt worden sind. Und die Schätzungen zu der Anzahl der politischen Häftlinge im DDR schwankt so zwischen 180.000 und 280.000. Dabei ist vor allem umstritten, wer als politischer Häftling gilt und wer nicht. Jetzt zu den Quellen, zu unseren Quellen. Die wichtigsten Grundlagen für unser Vorhaben sind Bestände des Stasi-Unterlagensarchivs sowie des Bundesarchivs. Als erstes sehen wir hier ein Beispiel der Kerbloch-Kartei der Hauptabteilung 9. Das ist die Untersuchungsabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit, die auch neben der Polizei und dem Zoll beispielsweise ganz offiziell auch als Ermittlungsorgan im Sinne der Strafprozessordnung agierte. In welchen Fällen sie das tat, hat sie selbst entschieden. Der Zeitraum dieser Karteikarte umfasst die Jahre 1962 bis 1989. Das ist praktisch eine zentrale Erfassung der Ermittlungsverfahren der Linie 9 und der HA9, die diesen eine schnelle und statistische Auswertung ermöglicht. Das sind etwa 66.000 Karteikarten,
Nicht alle diese Personen, die darauf verzeichnet sind, waren in U-Haft. Auch Personen, die geflohen sind oder von Reisen in den Westen nicht zurückkamen oder auch Ermittlungsverfahren ohne Haft sind dort verzeichnet. Viele Personen wurden auch nicht selbst von der Stasi verhaftet. Teilweise wurden sie von der Volkspolizei übernommen oder von der Polizei aus anderen Ländern. Und teilweise sind die Fälle dann auch wieder gar nicht abgeschlossen worden, zu Ende ermittelt worden von der Stasi, sondern auch wieder an andere Organe oder eben auch an die entsprechenden Sicherheitsbehörden in Polen oder in anderen Ländern abgegeben worden. Auf der Rückseite befindet sich in der Regel, nicht immer, eine Beschreibung der Tat bzw. des Tathergangs aus der Sicht der Stasi. Das ist für uns natürlich wichtig, sozusagen für die Analyse des Vorgehens der Stasi. Wobei man hier betonen muss, dass nicht jeder, der in Stasi-Haft saß, Stasi-U-Haft saß, als politischer Häftling angesehen werden kann, da die Stasi auch in Fällen, sagen wir mal, normaler Kriminalität ermittelt hat. Zu der Karte ist noch anzumerken, es ist, der Name sagt vielleicht einigen was, Werner Teske, ein Stasi-Offizier, der ist, hier steht, wenn man es lesen kann, er sei zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Das stimmt nicht, es ist zum Tode verurteilt und tatsächlich auch hingerichtet worden, ist die letzte Hinrichtung in der DDR 1981. Und wir gehen davon aus, dass das sozusagen zum Zwecke der internen Konspiration erfolgt ist, da Todesurteile an Zivilisten, ich habe zumindest einen Fall gesehen, auch auf diesen Karteikarten verzeichnet worden sind. Der nächste große Bestand ist, also für uns in unserem Kontext wichtige Bestand, ist die Gefangenenkartei des Ministeriums des Innern der DDR, die sich im Bundesarchiv befindet. Dieser Bestand ist deutlich größer, das sind über 800.000 Karteikarten. Der Zeitraum ist von 1950 bis 1989. Diese Karteikarten sind deutlich heterogener. Es gibt sehr viele unterschiedliche Karteikarten über die 4 Jahrzehnte verteilt, die teils handschriftlich, teils maschinenschriftlich befüllt sind. Wie und in welcher Form wir die auswerten können, daran arbeiten wir noch. In einem ersten Schritt wollen wir zumindest die Daten der Kerbloch-Kartei um die Daten aus dem Bundesarchiv ergänzen, insbesondere was die Haftdauer und die Haftort betrifft. Hier gebe ich erstmal ab an Herrn Sobczyk. Genau. Ich werde ein bisschen auf den technischen Aspekt der ganzen Sache eingehen, beziehungsweise unseren Arbeitsablauf mal skizzieren. Und wie in dem Ankündigungsschreiben auch festgehalten, so ein bisschen auch auf die Schwierigkeiten vielleicht eingehen, aber auch Grundsätzliches sagen. Also hier ist ein wunderschönes Bild unseres Arbeitsplatzes, unser Hauptarbeitsplatz im Archiv in der BSTU. Dort, ich nehme es schon mal vorweg, auf diesem PC, der in der Mitte zu sehen ist, bei uns Master-PC genannt, ist die Datenbank und die wird da auch nicht rauskommen, weil die sensiblen Daten, da sensible Daten drauf sind. Wir müssen also die ganze Arbeit vor Ort machen. Das ist natürlich gerade aktuell extrem schwierig. Wir sind auch seit Mitte Dezember jetzt nicht mehr in der BSTU gewesen. Dadurch wird der Arbeitsablauf ein wenig verlängert. Aber gut, was sehen wir da? Wir sehen die Repo-Anlage mit PC und dann noch einem Laptop. Der erste Schritt ist halt tatsächlich die Digitalisierung des Bestandes, die 66.000 Karten, die Michael angesprochen hat. Und ich habe da nur Stichworte hingeschrieben. Es ist einfach wichtig, dass man einheitliche Digitalisate produziert. Das stellen wir so ein bisschen sicher. Ich weiß nicht, ob man es erkennt mit so einem kleinen Winkel dort, den wir uns, es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, aber das ist der schnellste Weg, damit alle wirklich immer genau auf der gleichen Ebene fotografiert werden, weil Sie kennen das vielleicht auch als Historiker, wenn man irgendwie so alte Digitalisate, wenn man so möchte, auf Mikrofilm sich anschaut, da ist es meistens die Qualität unzureichend.
oftmals und mal kreuz und quer. Deswegen wollen wir halt die Nachnutzbarkeit gewährleisten und das machen wir halt, indem wir auf die Qualität achten, uns mit der BSTU abgesprochen haben, wie können wir, wie sollen wir das digitalisieren, welche Formate und so weiter. Das ist halt wichtig für die Nachnutzbarkeit. Wenn wir diese Digitalisate erstellt haben, kommen wir zu dem Punkt, dass wir natürlich daraus eine Datenbank basteln möchten. Und wie kommen jetzt die Daten in die Datenbank? Ich habe diesen Punkt mal Theorie genannt, des automatischen Auslesens. Unsere Idee war anfangs gut. Wir nehmen da die Felder, definieren irgendwie die Größe der Felder und dann sieht man rechts praktisch auf dem Bild, werden halt die Eintragungen digitalisiert und gleich automatisch in eine CSV-Datei übertragen. Und wenn man das übertragen hat, haben wir uns gedacht, okay, dann können wir das nochmal kurz korrigieren, wenn da irgendwelche großen Fehler sind, wenn da jetzt irgendwie statt SED, SEP steht oder sonstiges. Ne? Kleine Fehler, die halt immer bei automatisierten Verfahren geschehen. Und dann übertragen wir es fix und können es auswerten. Das Ganze klingt am Anfang in der Theorie schön, aber rein praktisch gibt es halt unterschiedliche Fallstricke. Wenn wir uns mal diese Karte anschauen, dann, wenn wir diese Felder definieren, dann gibt es nun mal den Faktor Mensch, dass Eintragungen eben nicht genau in diese Felder gemacht werden. Das heißt, wenn wir uns mal links unten anschauen, das ist so ein Eintrag, der geht über das eigene Feld hinaus. Das heißt, wenn ich ein Feld definiert hätte, bitte ungefähr da und da, dann würde er das nicht mehr in dieses Feld übertragen. Das Problem wäre demnach, wenn ich das sofort in eine CSV exportiere, habe ich das Ergebnis des einen Feldes möglicherweise in zwei Feldern. Und was noch schlimmer ist, wenn das Feld jetzt nicht genau dort reinpasst, was ich vorher definiert habe, dann nimmt er noch sozusagen die halbe Zeile von oben mit und wir haben Kauderwelsch in der automatischen Erkennung. Und natürlich ist das alles mit Schreibmaschine geschrieben. Wenn der Schreibmaschineneinzug mal variiert, ist das wieder auch eine Schwierigkeit. Und es gibt natürlich auch handschriftliche Notizen und Stempel, die eben nicht so gut aufgenommen werden. Wenn wir rechts unten sehen, hinschauen, dann sehen wir auch, dass manchmal auch noch irgendwelche zusätzlichen Überschriften gewählt wurden und so weiter. Das heißt, diese Theorie, die man am Anfang hatte, man definiert dafür Felder und dann wird das schon irgendwie, dann werden die ungefähr passen, hat sich nicht als praktikabel erwiesen und vor allem als schwierig, das zu verbessern. Das heißt, wenn ich tatsächlich diese Variante nehmen würde, würde man es in eine CSV packen und dann muss ich umständlich schauen bei einer Nachprüfung, ob jetzt das, was in dem Feld ist, auch wirklich dort stehen sollte. Deswegen ist es eine praktischere Lösung, haben wir das Programm Abby FineReader genutzt, beziehungsweise nutzen wir hier. Hier ist der geschätzte Kollege Herr Neumann am Schauen. Und wir nutzen Abby FineReader, das heißt, man kann es so ein bisschen erkennen, er hat rechts praktisch das Digitalisat zu sehen und links den Inhalt des Digitalisats schon nebeneinander und so kann er halt gleich sofort schauen, ob das, was das Richtige ausgespuckt wurde, was halt rechts steht. Meistens geht es halt um fehlende Buchstaben oder fehlerhafte Zahlen. Das ist alles, lässt sich halt nicht zwingend einheitlich später korrigieren. Jetzt mal als Beispiel, wenn er halt 1919 statt 1929 erkennt, weil er die 1 für eine 2 hält, dann können wir das, wenn wir es schon in eine Tabelle eingetragen haben, in der CSV nicht mehr nachprüfen, weil wir eben bei 29 genauso gut sein könnte als Geburtsdatum. Und auf solche Feinheiten sollte man achten. Es ist vielleicht bei einem Geburtsdatum geht es noch, aber wenn da zum Beispiel bei dem Festlegen der Haftstrafe 1,1 Jahre steht, was bedeutet ein Jahr und ein Monat, und er das Komma nicht erkennt, habe ich halt 11 Jahre plötzlich in der Datenbank stehen und die Statistik würde komplett verfälscht werden. Diesen Fehler würde man halt nicht sehen, wenn man halt sich nur das ausgespuckte CSV sieht. Man muss leider auf das Original schauen. Des Weiteren, was wir auch vornehmen, ist eine wichtige Vorarbeit für die statistische Auswertung, dass wir für verschiedene Sachen Kürzel vergeben, um eine einheitliche Auswertung schon mal
auf die hinzuarbeiten. Und die handschriftlichen Notizen werden auch noch ergänzt. Als nächster Punkt kommt dann der Übertrag von dem LB-FineReader-Programm in eine Excel-Struktur. Dort können wir dann endlich auch mal massenhaft bereinigen, sei es irgendwie, wenn, nehmen wir ein Beispiel, DDR ist mal kleingeschrieben oder sonstiges, also ganz offensichtliche Fehler, die man vereinheitlichen kann, kann man dann in OpenRefine oder Starter oder auch schon in Excel bereinigen. Und dann als nächsten Schritt kommt dann endlich der Export in die Datenbank. Und wofür machen wir jetzt genau diese Datenbank? Wir wollen damit erstens, Michael hat es schon gesagt, wir wollen halt nicht die eine große Zahl, aber wir wollen die Dimensionen klar machen, aber auch schauen, was es noch für Erkenntnisse geben kann. Wie ich schon sagte, die Datenbank verbleibt in der BSTU, es wird aber eine anonyme Version geben, die auf einer Webseite publiziert wird. Da wird Michael gleich noch was dazu sagen. Und mit der kann man auch schon statistische Auswertungen machen und auch forschen. Es werden auch nur 3 Dissertationen im Zuge dieser Datenbank angefertigt und ich werde auf meine später zu sprechen kommen. Konstantin Neumann beschäftigt sich mit der Dissertation in der DDR und greift hier auf diese eben statistischen auf die statistische Basis zurück, über die Anzahl der Leute und wofür sie verhaftet wurden und wie lange. Und Franziska Richter beschäftigt sich mit den Ausländern in Haft und stellt das auch in einen größeren Kontext mit der Außenpolitik und versucht da Verbindungen raus zu sehen und nutzt auch das eben als Quellenbasis. Genau, statistische Auswertung, da wollte ich nur ganz kurz über ein paar Folien zeigen, was möglich ist. Also wir haben halt verschiedene Angaben. Wir haben einmal diesen Block der persönlichen Angaben. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber und wir können auch über die Verfahren sehr genaue Aussagen treffen, zum Beispiel wann es eingeleitet wurde, welcher Verhaftungsgrund vorlag, bis hin halt zum Strafmaß oder ob es eine Berufung, Revision gab und so weiter. Die Haftangaben über die Haftorte und die Haftdauer, die nehmen wir noch aus der anderen Kartei dazu und dann haben wir eigentlich ein rundes Konglomerat. Ganz kurz mal die statistischen Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel die 5 häufigsten Verurteilungsparagraphen. Die können wir auch natürlich nach Jahren sortieren. Ganz kurz, bevor ich es vergesse, diese statistische Stichprobe, die basiert ungefähr auf so 7% des gesamten Bestandes. Und daraus lassen sich noch keine großen Sachen ableiten. Ich möchte jetzt einfach nur exemplarisch zeigen, welche unterschiedlichen Aussagen wir treffen können, wenn das alles dann fertig ist. Hier sehen wir von 89 die 213, das ist Republikflucht, die 220 für Staatsverleugnung, das macht ungefähr 90% der Verurteilungsparagraphen in diesem Jahr aus zum Beispiel. Wir können aber auch natürlich über das Durchschnittsalter sprechen und das Geschlechterverhältnis, wo wir hier jeweils einen klaren Großteil der männlich Verurteilten sehen, beziehungsweise Inhaftierten. Die Staatsangehörigkeit können wir auch abbilden. Da gibt es auch die Parteizugehörigkeit. Hier sehen wir den Unterschied zwischen 69 und 89. Ist praktisch, dass bei den 69 Inhaftierten haben wir noch einige Menschen, die halt die Parteimitgliedschaft von vor 1945 eingetragen bekommen haben. Aber der Großteil bei keiner Angabe sieht man schon, 90% der Leute waren nicht, da wurde nicht erfasst, ob die in einer Partei sind oder nicht, beziehungsweise waren. Über die Öffentlichkeit des Gerichtsverfahrens, das ist sicher ein spannendes Thema, können wir auch Aussagen treffen, aber da werde ich jetzt auch nicht auf die Zahlen eingehen. Hier mal kurz als Beispiel, ein bisschen tiefer wollen wir kurz eintauchen. Hier geht es um die Verurteilten nach § 132 Menschenhandel. Und das ist eigentlich ein Paragraph, der eigentlich
als er gemacht wurde, da ging es mehr um sowas wie Prostitution und Sonstiges, denn es gibt auch noch einen Paragraphen, der sich halt um den Menschenhandel zwischen der DDR und BRD handelt, das ist Paragraph 105. Und hier sehen wir, dass die 132 gerne halt für Ausländer bzw. BRD-Bürger genutzt wurde, die halt den Großteil dieser Verurteilten ausmachen. Wir können auch aussagen, statistisch, dadurch, dass wir halt mit diesen Kürzeln arbeiten und es schon vereinheitlichen, werden wir halt die verschiedene Zusammensetzung von Verurteilungen anschauen können und sagen können, welche gehäuft miteinander vorkommen, wie hier jetzt zum Beispiel die 132 mit der 144 oder mit der 213. Das sieht sehr abstrakt aus, aber das wird auf jeden Fall sehr viel dazu helfen, um da gewisse Kontinuitäten sehen zu können und Entwicklungen. Und das ist noch als letzter Punkt. Wir haben hier so eine, wir können auch prüfen, ob es halt eine abweichende Straftatbestände gibt zwischen Verfahrenseinleitung und nach Gerichtsurteil. Das ist ja natürlich auch spannend zu sehen, wenn er hier zum Beispiel Person E wurde verhaftet für Republikflucht, wird dann aber nur für Menschenhandel, nur in Anführungszeichen, verhaftet. Genau, das sind auch Ergebnisse, die wir halt daraus ziehen können, der maximale Freiheitsentzug, der durchschnittliche Freiheitsentzug und natürlich auch, an welchen Gerichten verurteilt wurde, da können wir auch quantitative Aussagen darüber treffen. Hier ist halt ein Beispiel, KI Potsdam-Stadt ist da besonders häufig vertreten bei den Menschenhandel. Und was noch spannend ist, dass wir auf Gruppen treffen, die man vielleicht nicht so gleich, nicht sofort im Blick hat. Hier zum Beispiel gibt es Ermittlungsverfahren gegen Strafgefangene, die halt schon im Vollzug sind. Die Zahlen sind jetzt, wir können jetzt nicht sagen, wieso 1978 da ein Ausreißer ist, weil dafür sind die Zahlen noch nicht valide genug, aber es soll nur zeigen, was möglich ist. Und grundsätzlich können wir natürlich auch noch Alterskohorten, Beruf, bearbeitende Diensteinheit, Vorstrafen und vieles andere erfassen und abbilden und schauen, ob es da Aussagen dazu getätigt werden können. Und diese ganzen statistischen Auswertungen bzw. Teil davon wollen wir halt auch nutzen, um die der Öffentlichkeit vorzustellen. Und dazu wird Michael etwas sagen, wenn er darauf eingeht, was wir vorhaben mit unserer Datenbank im Internet. Eine der zentralen Aufgaben des Projekts ist, die Öffentlichkeit über seine Ergebnisse zu informieren. Die soll mit der schon mehrmals angesprochenen Internetpräsenz erfolgen. Der Charakter des Projekts bringt es mit sich, dass die Definition der Zielgruppen für diese Internetseite ein recht heterogenes Ergebnis zeigt. Die Website ist für Menschen mit grundlegenden Vorkenntnissen zum zeitgeschichtlichen Geschehen gedacht, jedoch nicht in erster Linie auf reine Spezialisten ausgerichtet. Neben verständlich aufbereiteten Hintergrundinformationen sind auch vertiefende Analysen zu politischer Haft und Stasi-U-Haft sowie verwandten Themen denkbar. Diese Website soll primär ein Instrument der Wissenschaftskommunikation sein. Die Zielgruppen reichen von Studierenden, Lehrer und anderen Multiplikatoren, also zum Beispiel Mitarbeiter von Gedenkstätten, bis hin zu Wissenschaftlern. Auch Schüler der Sekundarstufe 2 sind als Zielgruppe zu betrachten, wobei diese voraussichtlich primär über die Lehrenden an die Website herangeführt werden. Und auch für Betroffene, die selbst als politische Gefangene inhaftiert waren, ist die Internetseite oder soll die Internetseite von Interesse sein. Das Alleinstellungsmerkmal der Seite sind belastbare quantitative Angaben zu politischer Haft in der DDR. Deshalb stehen Aufbereitung und Auswertung der Datenbankinhalte im Zentrum dieser Seite. Es erfolgt eine Konzentration auf eine zeitgemäße und möglichst hochwertige Datenvisualisierung und Datenaufbereitung. Weitergehende Informationen dienen dazu, die quantitativen Daten und Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Einen ganz wesentlichen Bestandteil der Internetseite bilden Biografien. Sie sollen so gezielt ausgewählt werden, dass sie wichtige Aspekte der Repression über die reinen Daten hinaus verdeutlichen. Zudem soll es Verknüpfungen zwischen Datenvisualisierung und Biografien geben. Und bei den Biografien sollen neben Text auch Fotos, Dokumente und andere Abbildungen zum Einsatz kommen und soweit vorhanden kurze Videosequenzen angeboten werden. Diese Konzentration auf die Daten und Datenvisualisierung wird dann sozusagen auch dadurch oder soll praktisch drei verschiedene Zugänge bieten. Das eine ist sozusagen eine moderierte Visualisierung, wo man praktisch mit einem kuratierten Inhalt oder einem vorgegebenen Inhalt Angebote macht. Du kannst dir angucken, Paragraph 213 über die verschiedenen Jahre verteilt, über die verschiedenen Haftanstalten verteilt. Und da, wie gesagt, Verknüpfungen zu Biografien und inhaltlichen Erläuterungen geben. Dann soll ein eigener Zugriff auf die anonymisierte Datenbank möglich sein. Also das Ganze ist natürlich anonymisiert, das ist klar, bis auf Personen, die als Person der Zeitgeschichte oder von denen wir das Einverständnis haben. Also praktisch ein eigener Zugang neben dem moderierten, wo man selbst unterschiedliche Aspekte miteinander kombinieren kann. Und als Ergebnisse erhält man dann verschiedenartige Datenvisualisierungen oder eventuell auch Karten. Also man kann dann Verurteilungsparagraphen, Haftorte, Berufe und so weiter miteinander kombinieren. Das muss natürlich Sinn machen, klar, aber man kann selber, man hat einen eigenen Zugriff. Und dann kann man auch sozusagen auf die reine Excel-Liste zugreifen und sich alle Personen zu einer Verurteilung oder einem Haftort ausgeben lassen. Soweit zur Internetseite. Jetzt die schon zuvor angesprochene schwierige Frage, wer fällt unter politische Haft, wer ist politischer Häftling? Als wir mit dem Projekt angefangen haben, ist uns recht schnell klar geworden, für unser Projekt ist die Frage nach der Motivation der Betroffenen nicht von entscheidender Bedeutung. Zum einen ist die politische Motivation in der Tat vielfach nicht mehr nachvollziehbar. Zum anderen gibt es zahlreiche Fälle, in denen Menschen politisch motiviert von den DDR-Behörden inhaftiert wurden, ohne selbst politisch motiviert gehandelt zu haben. Ein Beispiel ist die Kriminalisierung von Antiquitätensammlern, die man enteignen wollte und ihren Besitz für Devisen dann, um ihren Besitz für Devisen verkaufen zu können. Aber auch nicht jeder Republikflüchtling hatte politische Motive, ebenso wenig viele der Fluchthelfer aus dem Westen. Trotzdem sind die Republikflüchtlinge und Fluchthelfer in die Kategorie politisch motivierte Haft einzuordnen, da ihre Bestrafung einen eindeutig politischen Hintergrund hatte und eine existenzielle Bedeutung für die SED-Diktatur darstellte, da sie sich durch die Flüchtlinge und Fluchthelfer an ihrem Selbstverständnis und sogar an ihrer Existenz bedroht sah. Die entscheidende Frage ist also nach unserer Einschätzung, ob die Haft politisch motiviert war. Dass wir dabei in gewisser Hinsicht die Sicht der Organe des SED-Staats übernehmen, ist uns bewusst, scheint aber unvermeidlich. Der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen zum politischen Häftling ist das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz von 1992, das die Rehabilitierung von Verurteilungen durch deutsche Gerichte in der SPZ und DDR von der Kapitulation 1945 bis zur deutschen Einheit regelt. Zitat, soweit es mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar ist. Zitat Ende. Dort befinden sich eine Reihe von Paragraphen, die in der Regel und auf Antrag für rechtsstaatswidrig zu erklären und aufzuheben sind.
Wir haben diese und eine Reihe anderer analog verwendeter Paragraphen, Verordnungen, Verfassungsartikel und Verurteilungszusammenhänge als Kernbereich politischer Verfolgung in der DDR übernommen. Dabei geht es zunächst um die Rechtsstaatswidrigkeit der Rechtsnormen an sich, also dieser Paragraphen an sich. Aber darüber hinaus befasst sich das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz auch mit dem groben Missverhältnis der Rechtsfolgen einer Verurteilung, also beispielsweise horrende Urteile bei Bagatellvergehen, sowie sonstige Unvereinbarkeit mit freiheitlich-staatlicher Grundordnung. Als Beispiele sind ja Eingriffe der SED und der Stasi im Gerichtsverfahren zu nennen, aber auch Folter und Aussageerpressung im Ermittlungsverfahren. Das ist dann unabhängig von der Strafbarkeit des Tuns des oder der Angeklagten. Hier gilt sozusagen jeder und jede hat ein Anrecht auf ein faires und rechtsstaatliches Verfahren. Im strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz wird die Formulierung in der Regel verwendet für rechtsstaatswidrige Paragraphen. Das kann aber auch bedeuten, dass es sich ausnahmsweise nicht um politische Verfolgung gehandelt hat. Dies gilt es ebenso zu bedenken wie die ebenfalls im strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz vorgesehene Teilrehabilitierung, die wir als Mischfälle ansehen. Die Aufzählung im Rehabilitierungsgesetz ist keineswegs vollzählig. Politisch motiviert, verhaftet und verurteilt worden ist auch wegen zahlreicher anderer Paragraphen. In Größenordnung beispielsweise seit der Gültigkeit des Strafgesetzbuchs der DDR, also seit 1968, wegen asozialen Verhaltens, Paragraph 219, 49 und Rauditums, Paragraph 215. Und auch zuvor wurden zahlreiche Personen kriminalisiert, darunter Handwerker, Bauern und Selbstständige, häufig um sie zu enteignen und den Umbau des Wirtschaftssystems in den 50er und frühen 60er Jahren voranzutreiben. Zudem Mitglieder von Religionsgemeinschaften, Demonstrierende vom 17. Juni 1953 oder auch Protest gegen den Mauerbau. Es gab Fälle von Sippenhaft. Gerade in den 70er und 80er Jahren sind Antragsteller auf Ausreise in den Westen massenweise kriminalisiert worden. Grundsätzlich besteht bei sehr vielen Verhaftungen und Verurteilungen der Verdacht, diese könnten politisch motiviert gewesen sein bzw. einen politischen Hintergrund haben. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine Vielzahl von DDR-Verurteilungen zu überprüfen. Vorläufiges Resultat unserer Recherche und Überlegung ist die, was wir immer als Farbenlehre bezeichnen. Dabei sind sozusagen die dunkelgrünen Paragraphen, die Paragraphen, die vom strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und sozusagen genannt werden und äquivalente Gesetze. Bei den hellgrünen Gesetzen gehen wir von häufig politischer Verwendung aus und bei den gelben davon, dass sie wiederholt der politischen Verfolgung gedient haben. Diese Farbenlehre beruht auf Literaturrecherchen und Recherchen in Beständen von Hohenschönhausen. Wenn man jetzt da sich im Detail die nächste Folie anguckt, das ist das Beispiel Flucht, da sind die schon erwähnten Paragraphen 105 und 132 genannt. Da erhoffen wir oder da wollen wir sozusagen aus den Untersuchungen dann eben auch präzisieren, welche sozusagen wir als politisch oder überwiegend politisch zeichnen können. Dieser Paragraphenkatalog wird sozusagen immer weiter präzisiert und eines der wesentlichen Ergebnisse des Projekts bilden. Ich will noch kurz sozusagen, wie wir vorgehen wollen, um herauszufinden, welche Paragraphen wir als politisch bezeichnen können oder nicht, beziehungsweise das Ausmaß der politischen Verwendung des Beispiels Paragraph 249, asoziales Verhalten. Paragraph 249 ist nicht in den Regelkatalog des strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes aufgenommen worden. In den Augen des Gesetzgebers und der Reha-Gesetze verstößt er nicht grundsätzlich gegen rechtsstaatliche Kriterien.
Wir wissen aber, dass dieser Paragraph gegen politisch unliebsame Personen angewendet worden ist, beispielsweise gegen Antragsteller auf stellige Ausreise. Wir wissen, dass etwa 130.000 nach Paragraph 249 verurteilt worden sind. Wir wissen aber nicht, wie viele da tatsächlich politisch verfolgt wurden. Und wir nehmen sie also auf in die Datenbank, um dann anhand einer Stichprobenuntersuchung den Anteil politischer Häftlinge präziser einschätzen zu können. Das bedeutet aber auch, dass die Anzahl der Personen in der Datenbank nicht der Anzahl politischer Häftlinge entsprechen wird. Kommen wir jetzt auch zum Schluss. Wenn wir jetzt sozusagen auf die nächste Folie gehen, also die Bausteine der Datenbank, das sind einmal sozusagen SNT-Verurteilte und inhaftierte sowjetische Speziallager. Hier haben wir Daten vom Hannah-Arendt-Institut bekommen zu den SNT-Verurteilten und wollen diese dann also perspektivisch erweitern. Dann gibt es die Stasi-U-Haft der 50er und frühen 60er Jahre. Da gibt es Daten aus Hohenschönhausen, Cottbus, Potsdam und anderen Orten. Und auch hier wird sozusagen, die werden sukzessive erweitert. Akut, wenn wir wieder ins Archiv dürfen, arbeiten wir an dieser Stasi-U-Haft von 1962 bis 1989 und dann die bereits erwähnte Gefangenenkartei des Ministeriums des Innern. Soweit meine Ausführung und ich gebe wieder an Martin Zotschik. Ja, ich werde noch mal kurz auf mein Dissertationsprojekt im Rahmen dieses Projekts eingehen, sobald das klappt. Das ist aktuell unter dem Arbeitstitel Praxis und Theorie Umgang mit Datenmanipulation in der Digital History am Beispiel von Datenbanken zu verstehen. Ich habe Datenmanipulation ist ein sehr hartes Wort, darüber bin ich mir im Klaren, aber ich lasse es erstmal darunter laufen. Was verstehe ich darunter? Es geht darum, dass ich mir anschauen möchte, zwei verschiedene Aspekte. Einerseits den Weg der Daten. Also wir nehmen die Quelle als Ausgangspunkt. Ich würde auch immer der Ausgangspunkt der Überlegungen, nicht der Analyse an sich, ist unsere Kartei. Also die Quelle ist quasi der Ausgangspunkt. Nehmen wir die Kartei, die wir gezeigt haben. Da findet ja eine Enkodierung statt, sodass wir Daten in die Datenbank schieben. Und dann findet aber noch als zweiter Schritt eben eine Dekodierung nochmal statt, wo die Publikation auf der Webseite nochmal wiederum basierend auf den Ausgangsdaten die Erkenntnisse vermittelt. Und am Anfang steht natürlich grundsätzlich die traditionelle Quellenkritik als Ausgangspunkt. Aber wenn wir uns den Weg anschauen von der analogen Quelle zum Datensatz, es findet genau diese Enkodierung und Dekodierung statt. Ich will mir anschauen, beziehungsweise ich schaue mir an, was mit den Daten beim Import in eine Datenbank geschieht. Und zwar verschiedene Aspekte. Einerseits halt die grundsätzliche Selektion und Kategorisierung von Daten und Datensätzen, weil man überträgt ja, wie ich eben auch gezeigt habe, die Kartei nicht eins zu eins, sondern man bildet vielleicht auch Kategorien. Man vereinheitlicht vielleicht sogar Sachen für eine bessere Lesbarkeit oder für eine bessere Auswertung. Und da will ich halt auf Erfahrungswerte schauen, nicht nur bei uns, sondern andere weitere Datenbankprojekte auswerten und auch, da auch Experteninterviews führen. Und es interessiert mich halt, wie bewusst man sich halt darüber ist, was man da mit den Daten macht. Und ganz wichtiger Punkt dabei, wie geht man damit um, wenn man es publiziert hat? Und es interessiert mich also vereinfacht gesagt, wie dieser Weg vonstatten geht und was man da eigentlich macht und wie transparent man mit dieser Datenmanipulation, wie ich sie nenne, umgeht. Ein kurzes Beispiel dafür, wenn wir jetzt uns... anschauen, das ist das Gedenkbuch für die Opfer der Verfolgung der Juden unter NS-Herrschaft vom Bundesarchiv. Die haben eine tolle Gedenkbuch-Webseite. Da kann man auch selbst, wie man da oben
wo es vorgeschlagen ist, man kann Korrekturvorschläge einsenden und die dann eingeben. Was wir aber sehen bei dem Gedenkbuch an sich, ist, dass ich da überhaupt keine Quellen sehe. Es gibt einen Überblickstext darüber, dass sie 4, 5 Quellensätze Quellensätze, mit denen arbeiten und dass es halt man noch was einsenden kann. Aber ich konnte jetzt zum Beispiel keine Angabe finden, dass jemand mal was eingesetzt hat und jetzt gesagt hat, hier die Mathilde Stein, die Mathilde Adler ist aber eine geborene Stein. Das bleibt sozusagen, wenn man so möchte, Herrschaftswissen. So. Obgleich man natürlich davon ausgehen müsste und wird, dass die natürlich im Bundesarchiv eigentlich in ihren internen Datenbanken genau diese Quellen schon haben. Daran anschließend ein Beispiel Slave Voyages, das ist eine Seite, die sich mit Sklaventransporten beschäftigt. Die gehen zumindest auf diese Problematik ein und sagen, unsere Daten sind halt nicht clean, beziehungsweise auf die Problematik der nicht cleanen Daten. Und der zweite fettgedruckte Satz, so. Schreibt, dass die bei der Errichtung der Datenbank, wenn sie zwischen zwei Variablen sich etwas aussuchen mussten, dann mussten sie halt eine Entscheidung treffen, was ist jetzt die Datei, die Zahl, die wir übernehmen. Das machen die, beziehungsweise man entscheidet sich für etwas und das ist ja auch okay und das ist gut, dass sie das mitteilen. Man könnte aber sich ja fragen, okay, dieser alternative Wert, der ist ja vorhanden. Wieso geben Sie es nicht, geben Sie es sozusagen nicht weiter, wenn wir hier mal einen Ausschnitt haben aus diesen Slave Voyages? Da ist ganz viele unterschiedliche Zahlen. Es ist eine unglaublich große Seite. Es ist spannend zu sehen, was da für Massen an Daten sind. Im unteren rechten Bereich sieht man halt sehr viele Quellenangaben, die zwar nicht direkt zu einer Zahl verlinkt sind, aber immerhin schon mal deutlich weiter, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Bundesarchiv. Aber grundsätzlich sind so Fragen, die ich habe, dass wir uns bei den Daten verlassen müssen, dass natürlich die Historiker, die daran gearbeitet haben, das schon richtig gemacht haben. Das müssen wir ja natürlich auch, wenn wir normal arbeiten. Wenn wir zitieren, gehen wir auch immer davon aus, dass derjenige das nach bestem Wissen und Gewissen getan hat. Aber es gibt keinen direkten Zugang zur Quelle, obwohl die schon deutlich erreichbarer ist als früher, sage ich mal. Eigentlich, wenn man es ganz verkürzt, könnte man sagen, es ist ja nur ein Klick entfernt, ist auch noch zu geben. Und stattdessen muss man ja, wenn wir beim Bundesarchiv nachschauen, wenn ich da jetzt die Info haben möchte, muss ich die kontaktieren, dann muss ich denjenigen, schreibt mir wahrscheinlich eine Mail oder sagt mir, ich schreibe Ihnen in 3 Wochen zurück, dann weiß ich, wo Mathilde Stein, wo ich nochmal die Quellen da habe. Deswegen wäre da so eine Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die kompletten Quellen irgendwie offen zu legen. Es gibt aber auch Argumente dagegen oder dafür. Das möchte ich aber gerne diskutieren und weshalb es vielleicht Sinn macht oder auch nicht. Genau, das nochmal zusammengefasst. Ich will mich mit dem Weg der Daten auseinandersetzen, vom Analogen ins Digitale und halt diese Präsentation und den Umgang mit dieser Datenmanipulation diskutieren. So. Und ob diese Problematisierung dieser Frage nicht deutlich prominenter noch verhandelt werden müsste auf den einzelnen Seiten, die sich eben selbst präsentieren. Und grundsätzlich, das ist sozusagen die Überblicksfrage, warum Datenbanken, warum ich mich damit befassen möchte, ist, dass wir von Datenbanken schaffen Wahrheiten und wirken immer sehr seriös. Wir sehen es ja gerade, dass man damit sehr gut Wissen vermitteln kann, wenn man, egal welche Zeitung man aufschlägt oder welchen Link man anklickt heutzutage, wenn man irgendwas über Corona wissen möchte, hat man irgendwelche ganz viele Datenbanken und ganz viele Zahlen. Und deswegen finde ich das spannend und wichtig, mich damit zu befassen. Und dann sind wir auch schon durch.